Hallo, ich bin Richie minus 1 und wenn man mich fragt, was so das Hauptthema in meinen Texten ist, würde ich eindeutig sagen, der Kampf gegen rechts. Das habe ich in vielen Texten drin, manchmal vielleicht nur eine Zeile, in diesem Fall einen kompletten Text lang. Und dieser Text ist entstanden nach dem Mord an Walter Lübcke. Für alle, die Walter Lübcke nicht kennen, er war Regierungspräsident im Regierungspräsidium in Kassel und wurde von einem Rechtsterroristen auf seiner eigenen Terrasse hingerichtet. Wie gesagt, im Zuge dessen ist dieser Text entstanden. Er heißt Bericht zur Lage der Nation und geht so. Deutschland, einst das Land der Dichter und Denker, heute die Heimat der Richter und Henker. Diesen Eindruck bekommt man beim Durchlesen von Kommentarspalten. Unglaublich, wie sich dort manche Menschen verhalten. Beleidigungen, Mordfantasien, es ist nicht zum Aushalten. Am liebsten möchte man den PC wieder ausschalten. Aber wer wegsieht, hat den Scheiß geduldet und sich dadurch auch mitverschuldet am Verfall der Gesellschaft, dem Ruck nach rechts. Gegenrede muss sein, auch wenn man stöhnt und ächzt, weil es gefühlt nichts bringt. Man lädt nur auf sich den Zorn. Und beim nächsten Post geht's wieder los von vorn. Aber das ist etwas, das wir machen müssen. Es gibt genügend Vollidioten mit unreflektiertem Halbwissen, die immer wieder Futter bekommen aus ihrer Filterblase. Sie lassen sich bereitwillig herumführen an der Nase. Und das passiert nicht aus Versehen. Man sieht Agitatoren und Trolle ganz bewusst Hass sehen. Lügen und Fake News werden gezielt gestreut. Im dunkelbraunen Hinterzimmer ist man hoch erfreut, wenn diese Saat dann im Volk aufgeht. Und am Ende ein Unschuldiger draufgeht. So wie Walter Lübcke. Er stand für Toleranz und Offenheit. Gemeuchelt! Ein Kind wird für einen Zug geworfen. Die Betroffenheit geheuchelt! Man ist sich nicht zu schade, diese Tat zu instrumentalisieren, um pauschal alle Flüchtlinge zu stigmatisieren. Und du? Ich dachte, ich würde dich besser kennen. Teils Bimplix Posts von Vergewaltigung und Messermännern. Für dich ist jeder Muslim automatisch Islamist. Und natürlich weißt du ganz genau, was denn der Islam eigentlich ist. Es ist Moscheebau, Kinderehen, Burka und Schächten. Du bist ja kein Nazi, aber argumentierst wie die Rechten. Und damit machst du dich genauso mitschuldig, wie die, die nur auf sowas warten. Ganz ungeduldig gieren sie nach der nächsten Schlagzeile und twittern schnell etwas mit großer Tragweite. Diese Tweets wirken dabei wie schon vorab geschrieben. War der Täter Flüchtling? Sofort abschieben! Was ein Deutscher? Ach, von Warenhofer wird. Das sagen alle am Stammtisch, auch der Wirt. Und die Titelseite in der Bild, hast du gelesen an der Arbeit. Und wenn es im Internet steht, ist es sowieso die Wahrheit. Gegen diese Denke helfen leider auch keine Fakten, keine Zahlen, keine Daten, nicht mal die Nackten. Das wird als linksgrün versiffte Propaganda abgetan. So ist die Lage in Deutschland momentan. Das braune Gedankengut hat die Mitte der Gesellschaft eingenommen. So sind damals auch die Nazis an die Macht gekommen. Und ehe man sich's versah, da war es zu spät. Die Geschichte hat gezeigt, dass sowas ganz schnell geht. Und im digitalen Zeitalter geht es noch viel schneller. Der braune Stern strahlt immer heller und verblendet all jene, die sich abgehängt fühlen. Ihre hitzigen Gemüter sollen sich gar nicht erst abkühlen, sondern bewusst in gewisse Bahnen gelenkt werden, bis die alte Ordnung wieder herrscht auf Erden. Die Einzelfälle häufen sich dabei dramatisch. Langsam aber sicher wird es problematisch, denn es reicht nicht mehr, dass man nur online hetzt. Der Hass befreit sich aus dem Netz. Menschen werden am helllichten Tag erschossen und die Täter bejubelt, ganz unverdrossen. Wenn man so drüber nachdenkt, wird man ganz verrückt. Es ist nicht nur der Mörder, der da abdrückt. Jeder einzelne Hetzer hat den Finger mit am Abzug, ob er Blaumann trägt, Uniform oder Anzug. Noch sind wir Vernünftigen die Mehrheit. Noch können wir es beenden. Also raus mit den Hetzern aus Behörden und Parlamenten. Keine Öffentlichkeit für Leute wie Höcke, Bachmann und Maaßen. Weg mit dem Gesindel von den Plätzen und Straßen. Die sind nicht das Volk, aber wir sind mehr. Das müssen sie zu spüren bekommen, von den Bergen bis ans Meer. Ob du Buchhalter bist, Baggerfahrer, Barista, Alerta, Alerta, Antifaschista, muss der Kampfruf sein, der uns alle verbindet, auf das der braune Mob in seinem Sumpf verschwindet. Antifa ist kein Verein, es ist ein Mindset. Gegen Rechts, gegen Faschismus, das ist, wofür man eintritt.
Es braucht nicht viel, damit man das Richtige tut. Nur Anstand, ein Gewissen und eine Prise Mut. Vielen Dank.